Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich dir diese super einfache Socke zeigen. Die ist auch nur mit zwei Nadeln gestrickt und eigentlich nur ein langer Schlauch. Also super einfach, super schnell gemacht. Das sind nur rechte und linke Maschen. Und dann geht es jetzt auch schon los. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du das tust. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Es kommen noch ganz, ganz viele andere Videos zu diesem Thema. Und schau doch mal auf meinem Kanal vorbei. Da habe ich auch schon so einiges an Socken mit zwei Nadeln stricken. So, dann geht's auch los. So, später brauchst du eine Nadel zum Vernähen. Das vergesse ich ja immer zu erwähnen. Und eine Schere. Ich habe jetzt hier eine 3,0 Nadel und ein Garn, das hat eine Lauflänge von 360 Metern auf 100 Gramm. Du kannst natürlich jedes andere Garn verwenden, auch Sockengarn. Der Vorteil an dem Muster ist, dass du dich ganz einfach an einer normalen Sockentabelle orientieren kannst. Also, wenn du jetzt eine 2,5er Nadel und relativ dünnes Sockengarn verwendest, beziehungsweise eine 3er Nadel, kannst du wirklich jede beliebige Sockentabelle zur Hand nehmen für den Maschenanschlag. Die Länge entscheidest du selbst, je nachdem, wie hoch du das Bündchen haben möchtest. Ob du es umschlagen möchtest oder nicht, je nachdem, die Länge bleibt dann dir überlassen. Das Muster dehnt sich ja auch sehr, dadurch, dass es ein Rechts-Links-Muster ist. Also auch von der Breite her kein Problem. So. Und ich schlage für meine Größe jetzt für Größe 38, 39, 40 laut Sockentabelle 60 Maschen an plus 2 Randmaschen. 4. 7, 8. Ich mache mal weiter. So, natürlich kannst du auch dickere Wolle verwenden und dich dann an 6 oder 8 fädigen Garn orientieren und eine dickere Nadel verwenden, dann natürlich entsprechend weniger Maschen anschlagen. So, ich mache es immer so, die erste Masche stricke ich immer rechts grundsätzlich und dafür hebe ich die letzte Masche ab. Du kannst natürlich auch die erste Masche abheben und dafür die letzte Masche stricken. Das bleibt vollkommen dir überlassen. Das ist ein sehr genügsames Muster, eine sehr genügsame Anleitung, das viele Freiheiten lässt. So, ich stricke dann die ersten beiden Maschen rechts ab. Und die nächsten beiden dann links. Dafür nehme ich den Faden vor die Nadel und steche von der Seite ein. Und mache dann zwei linke Maschen. Dann wieder zwei rechts. Zwei links. Zwei rechts, zwei links. Also wirklich total einfach, immer nur abwechseln. Zwei links, zwei rechts oder rechts. Oder zwei rechts, zwei links. Und das mache ich die komplette Reihe entlang. Und wie gesagt, die letzte Masche hebe ich ab. Einfach auf die andere Nadel rüberheben. Und jetzt in der Rückrunde stricke ich die Masche rechts ab. Und jetzt stricke ich die Maschen, wie sie erscheinen. Ich hatte eben in der Rückreihe waren die letzten, in der Hinreihe waren die letzten Maschen linke Maschen. Also sind sie jetzt in der Rückreihe rechte Maschen. Die erscheinen auch so. Dann stricke ich die so ab. Das kannst du daran erkennen. Die linken Maschen haben hier so einen Querbalken
Und die rechten Maschen sind dann so glatte Maschen. So, jetzt wie gesagt zwei linke. Und wieder zwei rechte. Zwei links. Zwei rechts. So, und so mache ich einfach weiter bis zur Spitze. Die zeige ich dir dann auch nochmal. Und jetzt ja, bin ich erstmal beschäftigt, hier meine 35 cm zu stricken. So viel habe ich jetzt hier bis zur Spitze gemacht. Du kannst natürlich auch nur 33 oder 36 oder 38, wie du möchtest. Das bleibt völlig dir überlassen. Du kannst natürlich auch Babysöckchen machen. Einfach ausprobieren. Am besten immer so die doppelte Länge oder fast die doppelte Länge des Fußes. Also so orientiere ich mich ungefähr. Ja. Also doppelte Länge der Fußunterseite, der Fußsohle. Dann kommst du gut hin. So, ich mache jetzt weiter mit meinem Muster. Und nach 35 cm sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt weiter gestrickt und habe eine Gesamtlänge von etwa 35 cm. Also hier 35 cm ungefähr. Und jetzt mache ich die Spitze der Socke. Erstmal entwirren. So, und dafür stricke ich ganz einfach immer zwei Maschen rechts zusammen. Also zwei Maschen rechts zusammen. Und die nächsten zwei Maschen rechts zusammen. Will nicht. Ein bisschen größer. Ups, da habe ich ein bisschen zu fest gestrickt, deswegen will das nicht so richtig. Das mache ich jetzt die komplette Reihe entlang. Bis ich auf die Hälfte der Maschen reduziert habe. So, da ich jetzt auch die Randmaschen immer mit zusammengestrickt habe, sind jetzt auf der Vorderseite alle Maschen rechts. Und auf der Rückseite alle Maschen links. Und weil ich immer eine links, eine rechts zusammengestrickt habe. Und in der Rückreihe stricke ich jetzt bis auf die Anfangsmasche alle Maschen links ab. Ohne Abnahmen. Mache ich mal eben schnell. Jetzt sind es ja nicht mehr so viele Maschen.
Dann wende ich wieder und mache das Ganze auf der Vorderseite nochmal, indem ich wieder zwei Maschen rechts zusammenstricke. Also ich halbiere die Maschenanzahl nochmal. So, eine Masche habe ich übrig, den nehme ich einfach rüber. Und in der Rückreihe wieder alle Maschen links stricken. Und jetzt wiederhole ich das Ganze nochmal. Ich nehme wieder zwei Maschen rechts zusammen ab. Also immer zwei Maschen zusammen. Auf der Hinrunde zwei Maschen zusammenstricken, in der Rückrunde ohne Abnahmen einfach linke Maschen stricken. Letzte will nicht so. Die lockere ich mir, indem ich von vorne reingehe, die ein bisschen auseinanderziehe. So kann ich die Maschen dann lockern. So. Und dann wieder eine Rückreihe. So. Die hebe ich jetzt einfach ab. Vier, acht Maschen noch übrig. Und das reicht. Du könntest jetzt, wenn du eine ganz spitze haben möchtest, nochmal halbieren. Aber acht Maschen sind okay. Ich werde jetzt den Faden abschneiden. Und dann brauche ich auch meine Nadel. Den Faden schneide ich jetzt lang ab. Denn damit werde ich jetzt die komplette Seite vernähen. So. Und ich stricke die eine Masche auch noch, die letzte. Jetzt gehe ich von der anderen Seite einmal rum und nehme jetzt von der Rückseite die Maschen auf die Nadel auf. Ich kann es auch durchziehen, ist einfacher. Also ich ziehe mir das jetzt auf die andere Nadel rüber und hebe die Maschen einfach auf meine Nadel.
ziehe ich alles zusammen. Die Seite mit den rechten Maschen bleibt jetzt innen. Also ich stülpe das jetzt hier so um und vernähe erstmal hier meine Spitze etwas, dass da später kein Loch entsteht. Und jetzt nähe ich immer nur ins, ich mach mal größer, nur im mittleren Maschenglied die Maschen zusammen. Also hier ist mein mittleres und auf der gegenüberliegenden Seite ist hier mein mittleres Maschenglied. Also nicht durch alle vier durch, sondern nur durch die mittleren zwei. Hier musst du die ein bisschen umklappen eventuell, damit du hier die Maschen gut erkennen kannst. Eventuell wölbt sich das ein bisschen nach außen. Hier auch. Und so nähe ich jetzt die ganze Seite komplett bis nach oben hin zu. Also einmal bis ganz nach oben. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es zusammengenäht ist. Ganz einfache, schnelle Socke ohne Ferse. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann!